Hey, und wenn man auf diese Tabelle schaut, ne, ich bin gerade selber überrascht, wir sind einfach mal Erster. Und das ist richtig krass. Und damit nochmal ein Hey, und willkommen bei der heutigen MSV Duisburg-Folge, meinem kleinen Herzensprojekt, weil ihr wisst alle, MSV Duisburg ist mein Lieblingsverein. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf die Partie heute gegen Holstein-Kiel. In echt war es ein bisschen unbefriedigend, aber ihr könnt sehen, wir spielen wieder mit unserer normalen Stammelf nach der englischen Woche. Falls ihr euch genauso auf diesen Part freut, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über eure Kommentare, denn ihr wisst, wie immer, ich lese sie und ich antworte auch so gut, wie es immer geht. Und ich bin euch auch wirklich immer extrem dankbar für die Leute, die auch immer regelmäßig kommentieren und auch mal Like da lassen, denn ihr wisst gar nicht, wie wichtig sowas sein kann. Und ich stecke natürlich auch viel Arbeit in den Karrieremodus rein, was auch derzeit ja ein bisschen schwieriger geworden ist, aber ich versuche, Özbeck, lol. Ich versuche mich natürlich auch noch dran zu gewöhnen, an das Uni-Leben und das dann noch mit YouTube zu kombinieren. Ich werde das auch noch hinbekommen, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, weil, klar, die meisten sagen, klar, Uni geht vor, ne? Habt ihr natürlich auch recht, aber ich möchte trotzdem das YouTube-Leben nicht komplett schleifen lassen, wie ich auch schon bei Werder Bremen gesagt habe in der gestrigen Folge. Und hier seht ihr, ja, wieder auch die neue Aufmachung des Videos. Wir starten direkt mit dem Spiel rein, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil ich kann euch jetzt hier einfach voll labern und das ist auch ein bisschen spannender für euch. Seht ihr ein bisschen mehr, nur mich nicht. Jetzt seht ihr mich schon. Natürlich wie immer das MSV-Trikot an, wo es sein muss. Das Wappen am Herzen, mehr oder weniger, ist ein bisschen weit oben, aber gut. Juckt ja auch keinen. Gegen Holstein Kiel war ich in echt extrem erschrocken, wie schlecht der MSV da gespielt hat, bin ich ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass wir das hier ein bisschen rumreißen können, obwohl wir halt derzeit Erster sind. Und ja, wir haben ja auch im letzten Part eine kleine Abstimmung gemacht. Und da haben auch die meisten gesagt, dass Legende zu einfach ist. Ich werde natürlich jetzt noch nicht an den Rickern rumspielen. Ich würde es, glaube ich, erst in der Rückrunde machen. Vor allem, wenn Schindler hier so auf uns zurennt und zu blöd ist, in die Mitte zu passen. Also da hätten wir so schnell 1-0 zurückliegen können. Das glaube ich kaum. Holstein Kiel legt hier gerade auf jeden Fall richtig gut los. Und Marc Flecken muss ja auch das nächste Mal angreifen. Boris Taschki auf Iljutschenko, unseren besten Stürmer derzeit. Stanislav Iljutschenko kommt nicht richtig zum Schuss. Jetzt wieder Fröde. Wir arbeiten uns hier. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Vielleicht ja jetzt mit der Flanke. Aber genau auf Kronholm. Na, hätte man vielleicht in die Mitte auf Iljutschenko flanken müssen. Jetzt schon, obwohl Taylor macht das jetzt auch richtig gut. Taylor dribbelt sich hier in den Strafraum. Kommt zum Abschluss. Ja, der war echt schlecht. Schnellhardt, sehr, sehr wichtig. Jetzt Taylor, der hier an der Nummer 7 vorbeikommt. Jetzt muss was Speed aufnehmen. Taylor kann Speed aufnehmen. Taylor jetzt mit der Flanke auf Iljutschenko. Und der kriegt den Ball nicht rein. Ich verstehe nicht mal, warum der so alleine gelassen wird. Aber dann muss er den Ball auch reinkriegen. Und Iljutschenko ist ja derzeit extrem treffsicher bei uns. Aber den Ball kriegt er nicht rein, weil die Keeper bei FIFA überarbeitet wurden. Und dafür bin ich einfach extrem dankbar. Auf Boris Taschki. Taschki, wir schießen. Und so ein Schuss geht nur gegen Bochum rein. Chico, Chicos. Starke Mal von Schneller. Hat jetzt vielleicht mal was ausnutzen. Wäre nicht so verkehrt. Bringt den Pass auf Taschki. Aber der. Ja, ich weiß nicht. Boah, Leute. Macht mich hier nicht wahnsinnig. Taylor kommt da wieder an den Ball. Passt jetzt hier in die Mitte auf Iljutschenko. Und der macht das Tor. Und Taylor mit der nächsten Vorlage. Und Iljutschenko schon wieder mit dem nächsten Tor. Was geht da ab, ey? Der Junge geht ja mal sowas von steil im FIFA. Und da würde ich schon sagen, das verdiente 1-0. Auch wenn ich mich da echt schwer getan habe im Angriff erst, klappt es am Ende dann doch noch. Und ich muss sagen, man merkt bei Legende ganz keinen Unterschied, ob du jetzt gegen einen starken Verein spielst, der eine starke Abwehr hat, beziehungsweise einen starken Angriff, oder ob du gegen einen schwächeren Verein der zweiten Liga spielst. Es ist halt einfach so, dass du einen extrem Qualitätsunterschied merkst, wenn du jetzt, was weiß ich nicht, gegen Kiel spielst oder gegen Schalke jetzt als Beispiel. Klar, so muss es auch sein, aber teilweise sind auch die Zweitligisten jetzt zum Beispiel als MSV, ja, könnten sie ein bisschen schwerer sein. Ich will jetzt nicht sagen, die sind zu leicht, aber ein bisschen schwerer wäre vielleicht nicht schlecht. So, Baris Özbek macht das hier gut, will uns wohl einen reinwürgen. Lol. Okay, gut. Özbek wurde ja nur mal 8 Spiele gesperrt. Und wir sind in der Halbzeit und wir führen verdient 1-0. Und ich möchte mal ganz kurz ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, beziehungsweise mal ganz kurz eine Geschichte, ja, vom MSV und Kiel erzählen. Es gab ja damals dieses Aufsteigsduell, das war, glaube ich, vor circa 3 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Könnte so ungefähr gewesen sein, müsste. Und zwar war ich mit meinem besten Freund damals im Stadion und es war dann so, dass, oder war das mit ihm? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich im Stadion mit einem Kollegen.
Und wir saßen hinter Kielern tatsächlich. Ich saß nämlich auf der Südtribüne und vor uns saß eine Kielerei. Das war, und zwar Mutter, Vater und zwei Kinder halt von denen. Alle Kieler Fans, und Kiel ging ja in Führung und es war einfach so traurig. Die gehen in Führung, freuen sich dann auch. Und für mich war es halt traurig, die freuen sich halt echt, drehen sich dann aber wirklich so richtig nett um und sagen, ja, tut uns leid, dass wir jubeln müssen, aber für uns ist das halt auch toll und so, ne? Ich so, natürlich leicht angepisst, so, ja, ist schon okay. Und ich meine, da machte Kiel auch das 2-0, da haben sie sich dann nochmal entschuldigt. Und am Ende gewann ja, und dann hat der Duisburg so eine Aufholjagd gemacht und am Ende, glaube ich, noch 3-2 gewonnen. Und irgendwann habe ich so überlegt, sagst du jetzt auch Entschuldigung oder nicht? Ich habe mich dann dagegen entschieden, aber war irgendwie ganz lustig. Also, auch wenn die mir leid haben, weil die einfach extrem nett waren. Deswegen bin ich auch froh, dass Kiel mit uns aufgestiegen ist. Und Kiel geht ja letztendlich in der zweiten Liga ordentlich ab. Und ich hoffe, Duisburg kämpft sich auch noch aus der unteren Tabellenhälfte da irgendwie raus. Und dann bleiben einfach beide in der zweiten Liga und ein Danny wäre glücklich. Und wenn ihr solche Geschichten habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Würde ich nämlich echt gerne hören, was habt ihr für Stadiongeschichten, was habt ihr so für Geschichten, die euch so begleitet haben. Fände ich cool. Erzählt einfach mal in den Kommentaren, dann können wir vielleicht eine nette Unterhaltung starten. Aber wir haben ja einen Schnellhart. Vielleicht klappt es ja mal. Fabian Schneller mit dem Freistoß. Der kommt nicht mal aufs Tor. Ich bin so schlecht im Freistößen. Das ist der Wahnsinn. Okay, Özbeck. Starker Pass auf Schindler. Wir müssen hier aufpassen und... Ach du Scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei jedem Gegentor haue ich mir meine Hände ins Gesicht. Was macht der Flecken da? Hui, ihr fahrt voll dran vorbei. Das war jetzt nicht so sonderlich stark. Muss ich sagen. Das war jetzt nicht das Paradebeispiel, was Flecken normalerweise ist, muss man sagen. Das war jetzt echt beschissen, aber das könnte halt auch in echt passieren. Oh nein, da habe ich einen Fehler gemacht. Müssen wir aufpassen, Asemi. Nein, was ein Fehler. Und jetzt Schindler, der ist verdammt schnell und macht den jetzt 2-1. Und ich sag vorhin noch, oh, man merkt voll den Unterschied, ob du jetzt gegen voll krass Verein spielst oder hier. Kiel legt gerade los wie die Feuerwehr. Und genauso sind sie ja auch gekleidet. Das Spiel gerade echt stark. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war einfach nur unglücklich mit Boomheuer, den ich derzeit einfach nur klasse finde, wie er spielt. Aber da wir gewinnen ja eigentlich den Ball und verlieren den dann. Und Schindler hat es dann nicht mehr so schwer gegen Flecken. Und den macht man dann auch mal rein, wenn man professioneller Fußballer ist und dann auch noch offensiv spielt. Ja, scheide. Ich meine natürlich scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was jugendfreundlicher war, wenn ich ehrlich bin. Naja. Kingsley. Schindler trifft zum 1-0. Ja, verdammt. Zum 1 ist zu 2-1. Und Ilyuchenko wird im Übrigen ausgewechselt für Köpke und Taylor verlässt auch den Platz für Ahmed Engin. Natürlich jetzt nicht ganz so glücklich, weil alle haben gehofft, dass wir hier mit einer Führung auswechseln, beziehungsweise mit einem Unentschieden, meine ich natürlich. Und das ist jetzt natürlich Beschiss. So. Engin und jetzt Köpke. Bringt den Ball hier auf Taschki und der setzt sich im Kopfball durch, aber Kronholm hält leider diesen Ball. Wir wechseln tatsächlich in der 80. Minute das letzte Mal und zwar verlässt Sousa den Platz und Daschner kommt als rechter Mittelfelder mit 58 Punkten drauf. Und mal schauen, vielleicht geht er ja voll ab. Wir sind jetzt sehr offensiv. Duxch. Nächste Chance für die Kieler. Und jetzt schnell hart. Köpke, komm schon, der Ball muss weiter auf Engin. Und jetzt wollt ihr bitte mit dieser Flanke. Ey, das war doch sowas von 11 Meter, ohne Scheiß, ne? Wir wären sowas von an den Ball gekommen mit Taschki. Egal, Köpke. Mit dem nächsten Versuch. Und da wird abgepfiffen. Aber ohne Witz. Ja, ich hoffe, ich habe es eingeblendet. Das war sowas von 11 Meter, weil ich glaube, Taschki wäre sowas von an den Ball gekommen. Das ist ein absoluter Witz. Echt, der wird gefoult, bevor der an den Ball kommt. Somit verlieren wir dann 2-1. Hat mich aber auch gewundert, wie stark die Kieler plötzlich geworden sind. Also da war ich echt verwirrt, aber well done, muss man sagen. Hat der Trainer gut gemacht, der hat die gut eingestellt dann anscheinend. Da war ich sehr, sehr überrascht. Und natürlich macht es mich ein bisschen traurig. Braunschweig ist jetzt ein bisschen aufgeschlossen und Duisburg der neue Held. Das dürfte Pascal Köpke sein, wenn ich mich nicht irre. Sollte zumindest, aber das lädt halt manchmal ein bisschen länger. Ja, das ist Köpke, den erkenne ich mittlerweile. Ja, macht gute Spiele, kann man absolut nichts gegen sagen. Natürlich, okay, meckern auf hohem Niveau, ne? Wir sind immer noch Erster, das ist jetzt nicht so schlecht. Und ja, die konnten uns auch nicht überholen. Und jetzt kommt das nächste Derby. Ich habe gerade ein Derby aufgenommen, das Nordderby. Und jetzt kommt das Westderby, das wichtigste Derby dieser Welt, ja, für mich. MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf, beziehungsweise Düsseldorf gegen MSV Duisburg.
Und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich würde mich mega freuen. Ne? Wir sehen uns natürlich gleich noch gegen Düsseldorf. Aber ein Like nicht vergessen und einen Kommentar, weil ihr wisst, ich lese ja immer durch und so. Würde mich mega freuen. Ich versuche auch wieder zu antworten. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel gegen Düsseldorf. Und ich bin mega aufgeregt. Und jetzt wird das Derby starten, beziehungsweise die Mannschaften sind eingelaufen und ich freue mich auf dieses Spiel. Denn das Spiel ist für mich immer was ganz Besonderes und wie man gleich sehen wird, spielen wir im Heimtrikot und Düsseldorf im Auswärtstrikot. Das hat einfach damit zu tun, dass Düsseldorf derzeit ein weißes Heimtrikot hat und MSV Duisburg hat ein rotes Auswärtstrikot. Aber ich konnte mir das nicht geben, gegen Düsseldorf mit einem roten Trikot zu spielen. Und das schwarze, was ich ja aktuell trage, gibt es ja leider in FIFA nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das lieber so, weil lieber so als MSV mit roten Trikots gegen Düsseldorf spielen zu lassen. Das wäre halt rein kopftechnisch bei mir nicht möglich gewesen. Und dort sehen wir den Trainer Taylor, der natürlich maximal angespannt ist. Und da die Nummer 1, Michael Rensing in echt, hat ja der Ex-Bremer, hab vergessen, wie der heißt, gespielt. Ah, Wolf. Und ja, Hoffmann bei den Fortuna zu sehen, das tut einfach weh. Das meine ich ganz ehrlich. Den zu sehen im Fortuna DRS. Das tut weh, zumindest bei FIFA in echt hat er ja nicht gespielt zum Glück. Und Raman sitzt zum Glück auf der Bank, da kann er wenigstens Errat, der nicht spielt, ja, fusselig spielen. Das Spiel war der Wahnsinn in echt, also wirklich. Was der MSV da wieder alles verballert hat, das war einfach so hart traurig, ich habe mich in den Schlaf geweint. Wir spielen heute mit Engin von Anfang an, genauso wie mit Köpke, der neben Iluchenko spielt. Köpke hat mittlerweile sogar die 70 erreicht, was natürlich mega nice ist. Hier seht ihr, das 4-2-2-2. Ich weiß noch mal überlegen, mit dem 4-2-3 einzuspielen. Ist natürlich auch immer eine gute Mann, beziehungsweise eine gute Formation, mit der ich auch gut umgehen kann. Aber ich wollte jetzt dieser erstmal treu bleiben, weil halt Iluchenko derzeit ganz gut klarkommt mit dem zweiten Stürmer an seiner Seite. Und wir auch derzeit eigentlich nicht enttäuscht wurden. Jetzt Ruhen Hennings, jetzt bitte nicht wie in echt starren, das wäre sehr, sehr schön. Und es scheint auch nicht so wie in echt zu starren, das ist nicht verkehrt. Jetzt Köpke, der neue Held, wie wir ja gelernt haben. Und jetzt Stanislav Iluchenko, der das hier fantastisch macht. Komm schon, Iluchenko, du hast schon so oft in dieser Saison getroffen und jetzt trifft er dich, das kann nicht sein. Was eine Scheiße. Was eine Rotze. Und man sieht das ganz alte, gescannte Gesicht von Rensing, Alter, als er noch bei Bayern gespielt hat. Wie kann man den nicht reinmachen? Der hat schon so viele Chancen reingemacht. Warum? Und jetzt Takashi Usami, hat ja auch eine Hoffenheimer Bayern und Augsburger Vergangenheit, jetzt aktuell ausgeliehen. Boah, Alter, das war knapp, ey. Jetzt Taylor, da habe ich Angst, dass ich einen Elfmeter irgendwie verursache. Komm schon, Adam Bozek ja auch ein Ex-Duisburger. Und jetzt, lol. Wow, also Gott sei Dank war der nicht drin. Jetzt Taylor, der möchte natürlich auf keinen Fall gegen Düsseldorf verlieren als gebürtiger Duisburger. Und genauso geht es Duziak, auch gebürtiger Duisburger, bei Ahmed Engin, das könnte auch gut sein, das ist dann die Duisburger Achse gerade. Jetzt die Flanke auf Danny Taylor und der ist so ein Kopfball, miese Peter, der kann das einfach nicht. Scheiße. So, sehr gut gemacht von Schnellhardt. Und jetzt Iluchenko zum Einsatz bringen. Stanislav Iluchenko jetzt mal mit der Flanke. Und Engin! Das geht auch knapp daneben. Das kann nicht sein. Ey, die Chancenverwertung ist ja fast wie in echt. Außer, dass wir es noch nicht geschafft haben, innerhalb von 4 oder 3 Sekunden. Ja, geschafft haben, 4 mal den Pfosten zu treffen. Das ist ja auch mal was. Pascal Köpke. Jetzt da unten läuft Taylor. Allerdings läuft dann Johnson immer mit. Oh, aber Taylor macht das hier klasse. Taylor will hier treffen, schießt und er macht ihn im kurzen Eck. Das ist ja fantastisch und ich bin ein richtiger Spaß. Und jetzt kommt da der Minidip. Ah ne. Hui, hui, hui. Ich habe keine Ahnung, ob den auch Leute von euch kennen, ja. Den Minidip, den habe ich letztes Jahr in der Bremen-Karriere mehr oder weniger erfunden. Also den Minidip. Und gegen Düsseldorf kannst du auch mal deppen, um die zu ärgern. Entschuldigung. Aber ich habe getroffen mit meiner Figur gegen Düsseldorf. Das fühlt sich geil an, Alter. Das fühlt sich richtig gut an. Und der Mini-Depp, ja, letztes Jahr in Bremen geboren, sage ich mal. Muss aber fortgeführt werden. Wenn ihr den noch kennt, schreibt es in die Kommentare, wie Phil Laude sagen würde von White Titty. Einfach mal reinschreiben, würde mich mega freuen. Und natürlich auch eure Meinung zu den Spielen. Fände ich geil. Köpke sehr stark auf Taylor, der muss sich hier drehen, bringt die Flanke, aber Rensing hat damit gerechnet und die Flanke war auch jetzt nicht so gut. Ahmed Engin schießt auch einfach mal, Taylor kriegt den Ball direkt auf Köpke und das verschweigen wir, das gab es nie, diese Chance. So, Bodka wieder und jetzt Jean Zimmer, boah, macht das hier gut gegen Wolze, boah, aber Nauber, das war stark, Bodycheck, geil. Müssen wir aufpassen, weil die Düsseldorfer werden hier stärker. Boah, was eine Parade von Flecken. Boah, das war... Ja, gibt die Ecke.
Egal. Kevin Wolze. Sehr schön, wie der Engin läuft. Engin jetzt mit der Flanke. Und Taylor ist so eine Graupe mit dem Kopf zum zweiten heute. Echt, also. Das ist echt der Wahnsinn, wie schlecht der im Kopfball ist. Das ist echt schon traurig. Jean Zimmer mit der Flanke, die kommt gut, aber Nauber ist besser. Aber jetzt wieder Jean Zimmer. Müssen wir aufpassen. Das war ein Pass. Und damit sind wir in der Halbzeit und wir führen gegen Düsseldorf. Und ich muss auch sagen, dieses Spiel ist auch verdammt gut. Das Derby mit Bremen gegen HSV war ja auch schon richtig gut. Und das hier ist mindestens genauso gut. Jetzt nicht besser, weil auch hier, man merkt, dass es ein Derby, beziehungsweise habe ich jetzt so ein Gefühl, es macht Spaß, das Spiel zu spielen, weil beide Mannschaften halt einfach gewinnen wollen. So muss es sein. Und ausgerechnet ich, beziehungsweise meine Figur, hat jetzt zum 1:0 bis jetzt getroffen, hatte zwei Sachen noch auf dem Kopf. Aber der Typ ist halt echt lausig, was Kopfball angeht. Da könnt ihr mir glauben. Habt ihr auch gesehen. Und ich hoffe, in der zweiten Halbzeit geht es genauso weiter. Ein spannendes Spiel, wo ich am Ende dann vom Sieger vom Platz gehe, beziehungsweise wir alle natürlich. Mit seinen knallgelben Schuhen, eine Erinnerung an seine Dortmunder Jugend, wird hier aber umgefault. Ah, wir machen hier aber weiter. Einfach mit der Flanke um Köpke gekriegt, aber leider nicht Richtung Tor. Schade, hätte ich vielleicht doch lieber Dings nehmen sollen. Brun Hennings, ist ein starker Stürmer, der weiß wieder. Hätte ich mal meine Klappe gehalten, hätte man nicht gelobt, dass der ein starker Stürmer ist, ey. Was ein Tor, ey. Oder wie die im Ruhrpott sagen würden, was ein Tor, Alter. Das war stark. Wieder jetzt einfach mit dem starken linken Fuß noch ein bisschen weiter in der Innenstellung vorne, ich sag mal gut 16 Metern. Den Ball aller Arjen Robben ins Tor schlänzt, ja. Gegen den Forst und dann einfach rein. Krass, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber das ist natürlich ein ganz schlechter Anfang in der zweiten Halbzeit. Verdammt. Iljutschenko wartet auf Engin. Engin läuft hier nämlich fantastisch. Jetzt Ahmed Engin. Stark. Mit dem Pass auf Köpke. Und der schießt nicht auf der Abseits. Okay. Wir wechseln in der 64. Minute bei Buhrufen bzw. Pfiffen aus. Und zwar verlässt Ahmed Engin den Platz für Sousa und Taschki kommt für Iljutschenko rein. Iljutschenko heute ein bisschen versunken, weil Köpke einfach ein gutes Spiel macht. Der ist einfach viel mehr aufgefallen. Jetzt Taschki, der natürlich auch einen Versuch bekommt. Und Chiat, da habe ich einen Fehler gemacht. Ruhn Hennings. Sieht jetzt hier Axel Bellinghausen, der gerade reingekommen ist. Oh, nein, das kann nicht sein. Ey, Mann! Bellinghausen gerade eingewechselt, dann mit so einer Flanke. Und dann geht der auch noch so perfekt ins Eck von Harvard Nielsen, Ex-Freiburger und damals so Braunschweig. Alter, ist das eine Scheiße. Ha, Jugendfreundlichkeit, da hinten ist mir. Werbefreundlichkeit, sorry. Da hinten ist mir auch egal. Ma, ey. Ist das mies. Ich will nicht verlieren gegen Düsseldorf, Alter. Oh, Taylor kommt hier an den Ball. Danny Taylor. Mit der Flanke auf Köpke. Komm schon! Und der macht das Ding. Oh, Köpke, Alter. Das war stark. Oh, yeah. Woo. Der Jubel ist so geil. Oh, der ist so arschig. Der ist einfach so arschig. Den haben darüber jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht. Wo habe ich den arrogant genannt? Die Bielefelder oder so? Und Taylor mal wieder mit einer Vorlage. Und einfach fantastisch, wie ein Köpke, den er einfach aus der Luft nimmt. Und den Volley reinmacht, was vorhin der Iljutschenko nicht hinbekommen hat. Aber gut. Der macht das hier richtig gut. Sehr wichtig, dass der reingeht. Und jetzt verstummen die Düsseldorfer Fans hier. Und ja, ich hoffe, ihr feiert gerade das Spiel genau wie ich. Boah, das macht Köpke einfach geil. Mit der Flanke auf Boris Taschki und Taschki direkt in die Arme von Rensing. Okay, war eh abseits. Wir wechseln aus. Danny Taylor verlässt den Platz. Der Typ mit dem Tor und mit der Vorlage für Nico Klotz, der ins rechte Mittelfeld geht und Sousa links. Klotz, auch ein sehr, sehr schneller Mann. Hat auch schon die ein oder andere Vorlage in diesem, ja, in dieser Saison gegeben. Oh nein, jetzt nicht wieder Bellinghausen. Nee, Harvard Nielsen, der hier gerade rennen kann. Und Scheiße, alter Flecken zum Glück. Ich habe auch gerade schon gesagt, Boomheuer rennt zurück in die Verteidigung. Da brauche ich dich mehr als im Sturm. Keine Ahnung, was er da vorne gemacht hat. Aber was eine Parade von Marc Flecken. So, Boris Taschki bringt den Ball jetzt hier auf Nico Klotz. Und der kann halt einfach rennen. Nico Klotz macht es hier gut. Wird ja aber fast von Axel Bellinghausen eingeholt. Nico Klotz mit dem Pass in die Mitte. Und da steht Köpke. Und der macht das. Der macht das 2:3. Meine ich ja. 3:2 führen wir jetzt. Oh mein Gott. Ey, Leute, ohne Witz, ne? Ich habe halt Schmerzen bekommen. Durch den Werder Bremen Part gerade und durch diesen Part. Weil ich diese Derbys hier gerade einfach nur mega feier. Ja, ich hoffe wirklich ihr auch. Ein Klotz-Einwechslung hat sich gelohnt.
Richtig guter Pass in die Mitte und Köpke, der das den Doppelpack macht. Was ein Transfer der Köpke einfach war. Unglaublich, echt. Auch schon 70 Punkte, richtig starker Typ. Aber ich merke echt im Hals, dass ich einfach Halsschmerzen bekomme gerade. Und das ist es wert. Das zeigt halt einfach, dass ich mit einem dabei bin, was auch geht. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr auch. Ne? Zeigt gerne mit einem Like. Boris Taschki. Auf Köpke. Köpke schießt und dann leider drüber. Wäre lustig gewesen, hätte ich jetzt auch 4:2 gewonnen. Und wir hätten hier auch jemanden gehabt, der einen Dreierpack gemacht hat. Und wir gewinnen das Derby mit einem 3:2. Alter, was war das für ein Spiel? Wir führen, liegen dann zurück und kommen einfach mal sowas von grandios zurück. Das war ja mal so ein derb geiles Spiel. Ja, das hat Spaß gemacht ohne Ende. Also die Derbys machen bis jetzt einfach echt mega Spaß. Also das mit Bremen gegen HSV gerne anschauen, wenn das noch nicht gemacht hat. Das hat schon Bock gemacht. Und das jetzt hier Düsseldorf gegen Duisburg, wo man ja auch nochmal als Duisburger nochmal mit ein bisschen mehr, ja, ich weiß auch nicht, Liebe dabei ist, whatever, ist das schon echt heftig. Also man ist da wirklich mit vollem Blut dabei. Und das merke ich echt im Hals. Was ein Spiel. Also ich weiß nicht, ob die das so jetzt einprogrammiert haben in FIFA, dass halt ein Derby ist, dass die irgendwie besonders krass oder so wären. Aber das hat echt Spaß gemacht. Und es gab jetzt tatsächlich noch ein monatliches Scouting-Update. Ich hoffe, da ist Router dabei. 84 finde ich jetzt nicht so krass. 92 ist okay. Allerdings achte ich auch noch ein bisschen auf den Preis. Ihr habt mir ja geschrieben, ihr achtet eigentlich hauptsächlich auf das Potenzial. Was man natürlich auch machen sollte, aber der scheint nicht schlecht zu sein. Den nehmen wir auch mal rein, schauen mal ganz kurz, wie gut der ist. Also ich werde nicht nur aufs Potenzial gucken, auch ein bisschen auf den Anfangswert, damit wir nicht nur, ich sag mal, ja, damit wir auch richtig starke halt auch teilweise dabei haben. Natürlich kann man die auch immer hoch trainieren, aber ja, ich mach's mir halt ein bisschen einfacher. Vielleicht bin ich einfach faul, wenn das halt eine richtig dumme Idee von mir ist, haut's in die Comments, das ist sehr wichtig. Und ZDM, muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht. 55 Punkte ist auch in Ordnung, auch wenn der Pedro Jesus natürlich ein anderes Kaliber ist. Aber den haben wir auch durch dieses Star-Scouten bekommen. Und man muss halt wirklich sagen, unsere Scouts sind einfach nicht die besten, ne? Den habe ich für 400.000 geholt und mehr haben wir auch nicht. Und ich bin derzeit, ich guck mal, ob es hier einen gibt. Ja, für 450.000 würde es den Maximilian Huber geben. Wenn ich dran denke, mache ich eine Abstimmung. Wenn ich es vergessen sollte, schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir uns für 450.000 den Huber holen? Also einen zweiten Scout. Schreibt es rein, wenn ich die Abstimmung vergesse. Oder macht einfach beides, ist immer doppelt sicher. Und ja, damit sind wir auch am Ende der Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Zeigt es gerne anhand von einem Like. Likes sind sehr wichtig. Ich hoffe, wir schaffen auch wieder so um die 200. Hat bei der letzten Folge leider nicht funktioniert. Von mir aus auch gerne mehr. Überrascht mich sehr gerne, weil die Spiele, vor allem das gegen Düsseldorf, waren es einfach wirklich wert. Und ich versuche wirklich viel Arbeit in die Folgen zu stecken. Ich würde mich sehr, sehr freuen, ja, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und noch mehr über einen Kommentar, weil ihr wisst, ich liebe Kommentare und ich versuche auch immer zu antworten, wenn es gerade möglich ist. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem MSV Duisburg und hoffentlich morgen mit Werder Bremen. Vielen Dank. Ciao.